Moin der Sonne, willkommen zurück zu Schrödis Grillecke und heute gleich mit drei Premieren. Ihr werdet euch schon wundern, bei Schröder ist in letzter Zeit immer Premiere, ne? Also Premiere Nummer 1, ich benutze heute das allererste Mal mein C16-Modul von Otto Wilde. Endlich ist meine Küche komplett, ob ich das nächste Jahr nochmal sage, weiß ich noch nicht, aber Otto Wilde ist komplett, ob das alles so komplett ist, weiß ich noch nicht, aber sollt ihr nie sagen. Premiere Nummer 2, tatsächlich habe ich mein Leben noch nie Champignons gegessen. Ich mache heute Champignons an das Gericht dran. Und Premiere Nummer 3, es gibt Kachelfleisch. So, viele von euch werden Kachelfleisch vielleicht gar nicht kennen. Das ist so ein besonderer Cut aus dem Hinterschinken. Und der ist extrem geil marmoriert. Und daraus wollen wir richtig geile belegte Brötchen machen mit ein paar geilen Zutaten. Und die stelle ich euch jetzt mal vor. Seht das mal hier, die ganzen Fettabschnitte, das machen wir gleich weg. Und das hatte ich euch hier gezeigt, für mich heute Premiere. Dann gelbe Paprika, nehmt die Paprika, die euch am besten schmeckt. Die grüne ist ein bisschen schärfer, die rote ein bisschen milder und die gelbe ist auch ein bisschen milder. So, wir nehmen rote Zwiebeln. Vielen Dank nochmal an meine Kollegin, die hat mich heute nochmal richtig doll belehrt, dass rote Zwiebeln wesentlich gesünder sind als weiße Zwiebeln. Warum, kann sie ja mal in die Kommentare schreiben. So, wir haben noch ein bisschen Bacon für den Geschmack, bisschen Käse und die Brötchen werden mit Frischkäse beschmiert. Und in den Frischkäse machen wir ein wenig Chiliflocken rein, Curry und für die Süße Ahornsirup. Und das war es eigentlich auch schon. So, wir fangen erstmal damit an, dass wir hier mal gucken, dass wir das mundgerecht zuschneiden und dass wir hier ein bisschen Fett runter parieren. Und dieses Fett schmeißen wir schon mal in die Pfanne rein und lassen das ein bisschen aus. Da brauchen wir eventuell gar kein Öl dafür. Ja, schaut mal her, hier sind schon ein paar Abschnitte drin. Kommen noch die restliche rein. Bin ja auch mal gespannt. Also wir sind jetzt tatsächlich, wenn das so interessiert von Otto Wilde, wir sind tatsächlich auf der kleinsten Stufe hier vorne. Und hier ist schon ordentlich Schub dahinter, ne? Oder? Also ist eine tolle Hitzeverteilung. Bisschen hochnehmen. Und wenn ich mir das hier so angucke, sieht das so richtig gut aus, dass wir hier gar kein Öl benötigen. Na, wir gucken gleich mal. Fleisch mal kurz beiseite, geht es weiter. Und jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, wie viel macht der hier rein? Ich muss euch sagen, ich weiß es selbst nicht. Immer so ein mit Augenzwinkern. So. Jetzt wirst du wahrscheinlich gleich wieder sagen, stopp, stopp, ne? Chili. Chili. Stopp. Gut. Curry. Ja. Und für die Süße. Jetzt musst du aber stopp sagen. Stopp. Okay. Gut. Das ist mega Grillwetter. Und ich hoffe für euch alle, ich wünsche mir, ihr habt alle schon angegrillt. Ich kenne ja jemanden, Björn heißt der. Björn, hast du schon angegrillt? Schreib mal bitte drunter. Das würde mich echt mal interessieren, ob du schon angegrillt hast. Welchen Björn meinst du denn? Ja, Björn. Björn weiß schon, wen ich meine. Ach so, ich möchte natürlich auch wissen, Mikey, hast du auch schon angegrillt? Ich muss es wissen. Und Silvio, von dir muss ich das auch wissen. Und bei Guido, da weiß ich, der hat schon angegrillt. Das ist natürlich die Frage, was hat er schon gegrillt? Kann er ja auch mal kommentieren. So, die lassen wir jetzt ein bisschen durchziehen. Jetzt kümmern wir uns noch mal ganz kurz ums Fleisch. Ich nehme hier wie immer mein Ankerkraut, geiles Zeug. Da muss ich echt sagen, das gefällt mir in letzter Zeit am besten. So auch gerade, weil es für alles taugt. Dieses Kachelfleisch, das könnt ihr auch ruckzuck durchgrillen. Das ist wie Nackensteak, ne? Da passiert überhaupt gar nichts. So Freunde, schaut mal her. Oh, hier ist schon schön das Fett ausgelassen. Das werden wir gleich rausnehmen. Aber als allererstes machen wir gleich mal den Paprika rein. Weil der Paprika braucht tendenziell etwas am längsten. Ja, guckt mal hier, einwandfrei. Und dann geht es gleich weiter mit Zwiebel, Bacon und den Pilzen. So, das lassen wir mal an der Seite. Das kommt dann aber nicht mit aufs Brötchen drauf. Das nehmen wir so, ja, einwandfrei. So Freunde, schaut mal her. Ja, ist noch ein bisschen Biss ist drin, aber ja, soll auch so sein, ne? So, die Pilze mit rein, da bin ich ja mal gespannt. Ich und Pilze. Oh, ist ja fast so eine Jahrmarktpfanne, ne? Mhm. Gut. Oh, herrlich. Oh, also mit den Pilzen, das riecht ja mal richtig geil, ne? Da Zwiebeln rein. Ja. Und für einen schönen Geschmack Bacon. Jetzt, mit den Pilzen kommt ja echt ein mega, mega Geruch. Jetzt mal mit den Zwiebeln. Herrlich. Mal so ein bisschen vor sich hingaren. Oh ja. Fast wie beim Jahrmarkt, ne? Mega. Cool. So Freunde, schaut mal her.
der Geruch. Also es ist wirklich ein geiler Geruch. Ich hätte es ja nicht so sehr vermutet. Und ich habe mir heute beim Grill nur die Fläche hier abgetrennt. Hier ist eine mega Hitze drin. So, jetzt grillen wir das mal fix durch. Ja, relativ leidenschaftslos. Nein, heute ist ganz viel Leidenschaft dabei. Coole Sache. So, Freunde, schaut mal her. Ja. Oh, wenn ihr das riechen könntet. Bacon, Zwiebeln, Pilze, Paprika. Mega. Guckt mal hier, schön schlotzig, ne? Und das auf fast kleinster Stufe. So, nachdem wir das uns angeschaut haben, ne, und übrigens nochmal so nebenbei, durch die Gusspfanne, ne, zieht die Hitze richtig hier hoch und gibt natürlich schön am Rand richtig schön Hitze ab. Tolles Zeug. Ja, hier, wo stehen wir jetzt? Oh, guck mal, hier lässt sich wieder prima lösen. Und das sieht natürlich schon mal geil aus hier, ne? Ja. So, und wer einen richtig leistungsstarken Grill hat, der macht ihn so halb voll. So, Napoleon, Royal King, natürlich Otto Wilde. Und wer nicht so viel Leistung hat, der macht natürlich vollen Schub drauf. Ne? Also wie ein Nackensteak und fertig. Also das Gericht könnt ihr auch prima auf der Plancha machen oder auf einer Feuerplatte, wenn ihr so mehrere Leute seid. Mega. Was machen wir? Wir beschmieren schon mal die Brötchen. Ne? So, schaut mal her. Das ist nun alles schön zerfallen. Und bevor das jetzt zu sehr zerfällt, lege ich es einfach hier rein. Hat so ein bisschen indirekte Wärme. Und fertig. Das Fleisch lassen wir noch so ab zum Brötchen. So, Freunde, jetzt habe ich mal kurz abgeschmeckt und ich muss sagen, fehlt ein Ticken Salz, ist auch kein Problem. Wir wollen nicht zu viel dran machen, ne? Wir haben ja Speck da drin, wir haben das Fleisch gewürzt. Ne? So. Ah ja, jetzt ist dann doch ein bisschen mehr geworden. Schröder, Mann. Tja, es ist nun mal so. Aber durch den Curry, guck mal hier, das ist eine geile Farbe gekommen. Ne? Mhm. Cool. Schöner Aufstrich. Könnte fast gesund sein. Mhm. Ja, wir haben jetzt hier die Brötchen, die haben wir so leicht angeschnitten. Ja, und da wollen wir das hier mal so reinbringen. Am liebsten würde ich es ja ganz aufschneiden, aber ich darf das nicht. So, oh, herrlich. Das wird richtig cool. Natürlich von beiden Seiten, weil sonst ist es von der einen Seite vielleicht ein bisschen zu trocken. Gucken wir gleich nochmal. Ach nee, Quatsch, wir machen gleich noch das zweite Brötchen und dann gucken wir zum Fleisch. Brötchen sind geschmiert. Lasst uns mal zum Fleisch gucken. Ah, das sieht sehr gut aus. So, ich habe jetzt hier auch kein Temperaturmesser, was ich gerne mal mache bei so einem Schweinefleisch, dass man das auch nochmal ein bisschen ruhen lässt und ein bisschen nachziehen lässt. Ne? So 2 Minuten. Und wir legen das am besten mal hier über die Pfanne. Kann das so alles, was hier drin ist, vielleicht noch ein bisschen runtertropfen. Gibt dann nochmal ein bisschen extra Geschmack, eventuell. So. Und da warten wir mal noch 2-3 Minuten. Und fertig ist das Ganze. Also ich habe das jetzt mal vorportioniert. 2 Stück. So, ein bisschen ordentlich Käse drauf. Mal hier. So. Jetzt lassen wir den Käse noch ein bisschen zergehen. Und dann sollten wir, guck mal hier, das sieht schon geil aus, ne? So, Freunde, wir haben das Fleisch geholt. Wir haben unser Gemüsemix mit Pilzen und Käse runtergeholt, ne? Und seht mal, wie sehr das zusammengeschrumpelt ist. Dann muss ich euch sagen, Karrefleisch. Man muss erstmal so Pup probieren. Mmh. Ja, hat schon. Ist vom Geschmack ähnlich Nackensteak. Ich würde sagen, ein Ticken intensiver. Man mag durch die ganzen Maserungen kommen. Also, toll. Gut. Ja, dann geht's ans Brötchen. Dann machen wir erstmal ein bisschen Fleisch drauf. So, zack. Und jetzt kommen wir zum nächsten Star des Abends. Guckt euch das mal an, ja. Boah. Tja, bevor wir probieren, ein paar Fotos und dann wird verkostet. Schaut euch das mal an. Sieht total mega aus. Ich kann es kaum abwarten, reinzubeißen. Ist cool. Hat auch echt cool reingepasst. So, auf geht's. Fleisch, Käse, Bacon, Paprika. Mm. Guck mal hier, wie das so ein bisschen tröpfelt. Cool. Also geile Mischung. Dann noch die Pilze mit drin. Und das riecht. Das hat alles was vom Jahrmarkt, hat das was, ne? Also echt cool. Geile Sache.
Freunde, bleibt mir nur eins zu sagen. Ich hoffe, das hat euch gefallen, die drei Premieren. Ihr seht, ich bin ein bisschen begeistert. Ne? Also Kochfeld, top. Neue Fleischsorte entdeckt, auch top. Pilze, endlich esse ich sie. Ob ich sie mal pur essen werde, müssen wir mal gucken. Und bleibt mir nur eins zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Empfehlt mich weiter. Und fangt endlich an zu grillen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Schrödis Grill. Bis dann. Ciao, ciao.